Zeig mal, ob du zielen kannst. Thank you.
Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Mein Freund! Piraten! Die alten Knochen. Geht's dir gut? Oh, klar geht's mir gut. Du musst nicht herkommen und nach mir sehen. Du hast mich doch gerufen. Ich? Warum sollte ich sowas tun? Ich kann mich an nichts erinnern. Habe ich heute schon meine Medizin genommen? Ah, Medizin. Deswegen habe ich dich gerufen. Was ist mit der Medizin? Medizin? Wolltest du keine Zutaten? Zutaten für was? Für deine Medizin. Woher wusstest du, dass ich Medizin brauche, hä? Bist du Hellseher? Kannst du mir sagen, wann ich den Löffel abgebe? Egal, ich will's nicht wissen. Was ich wirklich brauche, ist mehr Medizin. Nimm diese Liste von Pflanzen, finde sie und ich verrate dir das Spezialrezept. Wenn du dich an das Gespräch erinnerst. Was? Nichts. Ich habe deine Pflanzen. Was? Ich brauche keine Pflanzen für einen Eintopf. Ich brauche sie für Medizin. Sind die nicht für deine Medizin? Wie könnten sie? Ich habe dir doch keine Liste gegeben. Hier. Danke.
Hier ist das Zeug für deine Medizin. Meine Medizin? Wie nett von dir. Aber warum bringst du mir dann Pflanzen, die ich für einen Einlauf brauche, hä? Ich hol dir eine Liste für meine Medizin. Oh, ernsthaft? Das muss deine Medizin sein. Medizin? Ich brauche keine Medizin. Du scherzt doch wohl. Oh ja, die Medizin. Die Zutaten, ich bin so vergesslich. Danke, mein Junge, dass du einem alten Mann geholfen hast. Hier hast du eine Kopie des Rezepts. Vielleicht hilft dir das ja.
Sieht aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Was ist? Bitte. Niemand hört mir zu. Bitte. Menschen wurden verletzt. Vielleicht sterben sie. Gestern Nacht. Ich dachte, es wäre Donner. Aber als ich aus dem Fenster schaute, sah ich ein Flugzeug, das über das Haus flog. Es brannte lichterloh. Es war furchtbar. Keiner hat es gesehen. Keiner will glauben, dass ich es sah. Aber es ist da drüben abgestürzt. Menschen könnten sterben. Sie könnten tot sein. Geh und rette sie. Ich werde nachsehen. Hi. Was machst du hier? Ich wollte gerade Essen kochen. Eine alte Frau im Dorf erzählte von einem Flugzeugabsturz. Naja, tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Das Ding ist vor 10 Jahren abgestürzt, hat dein Haus zerstört. Du kannst dir draußen noch die Reste ansehen. Danke. Warst du in dem Dorf in der Nähe? Ja, warum? Hä? Nichts. Nur, dass es keine alte Frau gibt, die da lebt.
Sieht aus, als könntest du mit der Waffe umgehen. Ekelhaft. Thank you.
Vorsprung ist. Sie dürfen Olli nicht in den Weg bringen. Lauf, Olli, na los! Ey, krasse Tattoos, Mann. Verschwinden wir von hier! Ein Boot! Halt das Boot gerade! Ich versuch's! Schneller! Wir kommen! Woo!
aus der Brücke! Ja! Das war's, Olli. Du hast mich gerettet. Und die haben meinen Vater erpresst. Der wollte denen ein Riesenvermögen zahlen. Alter, die hätten dich auch als Sklave verkauft, wenn er gezahlt hätte. Oh, Scheiße. Alter, was für eine mega Scheiße, Mann. Weiß nicht, ob ich klarkomme. Ich kenn dich, Olli. Du bist stärker, als du denkst. Komm mit mir, ich weiß, wo du in Sicherheit bist. Lisa, Daisy! Ich hab Oliver. Hey, Olli! Hey, Mädels! Schön, wieder bei euch zu sein. Wie schön, dass es dir gut geht. Oh, ich fliege wie ein Vogel und das Gewächshaus brennt. Wo sind wir hier bitte gelandet? Wow, das Zeug haut mächtig rein. Will noch jemand ziehen, bevor ich ihn ausmache? Ja, ich. Hey, ich bin in einer Sekunde da. Es ist ja wie im Himmel. Hey, Jason, kannst du mal eine Sekunde kommen? Ich muss dir was zeigen. Ich muss dir auch was zeigen. Komm. Hey, ich mache ein Kreuz für Grant. Danke. Bisher keine Zeit. Wir müssen reden. Werden wir. Nur nicht jetzt. Ich muss Riley finden. Wenn dem Jungen irgendwas passiert... Das ist mir. Okay, und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Ich sag ja nicht, dass du sie nicht retten sollst, aber ich mach mir Sorgen. Es verändert dich. Lisa, keine Angst. Zum ersten Mal nehme ich mein Leben selbst in die Hand. Das stimmt, das ist doch was Gutes. Daran haben wir hart gearbeitet. Und ich habe dir einen Studiojob besorgt. Ich habe Steve. Ich will jetzt nicht über deine Ex-Freunde sprechen. Das ist mein Weg. Ich muss ihn alleine finden. Okay. Okay. Verstehe, du bist gestresst. Wir sehen uns später. Ich liebe dich. Jetzt geh. Bevor ich dich wieder aufhalte.